Nachdem ich fast über 20 Jahre in Indien gearbeitet habe und tausende von diesen Kindern mit den Spalten gesehen habe, die bei den Müttern auf dem Arm waren und geschrien haben und dieses Loch im Mund hatten, das hat mich immer schockiert und das hat mich traurig gemacht. Aber ich wusste überhaupt nicht, dass man das überhaupt heilen kann. Lippenkiefer-Gaumenspalten gehören zu den häufigsten Missbildungen des Menschen überhaupt. In Indien beispielsweise kommen jedes Jahr 35.000 neue Spaltkinder auf die Welt. Das hat mich schockiert, ich war entsetzt und das hat mich nicht losgelassen. Deswegen habe ich beschlossen, etwas zu unternehmen, nachdem wir unser Unternehmen verkauft haben. Dr. Erika Seiler führte ein erfolgreiches Unternehmen in der Textilbranche. Nach dem Verkauf ihrer Firma stellte sie ihr Leben in den Dienst einer guten Sache. Sie hatte die verrückte Idee, Kinder aus Indien in die Schweiz zu holen, um sie hier operieren zu lassen. Frau Seiler holte damals die zwei Waisenkinder Ranga und Kala nach Zürich. Dies war nicht ganz einfach. Es gab viele Schwierigkeiten mit den Visen, mit der Einreise etc. Sie fragte Professor Dr. Hermann Seiler, den berühmten Arzt, Chirurg, Professor und Spezialist für Gesichtsoperationen an der Universitätsklinik Zürich, ob er Rangas Operation übernehmen wolle. Er sagte zu. Als wir nach Indien gingen, wir waren entsetzt, wir waren depressiv. Wir haben geweint, als wir diese Massen von Kindern gesehen haben, die man für uns da zusammengebracht hat. Diese armen Kinder. Und die Kinder waren hocherfreut. Alle kamen an. Auf einmal hat jemand sie beachtet. Sie waren begeistert. Warum? Weil sie das erste Mal eine Aufmerksamkeit bekamen. Es ist doch eigentlich Liebe, was der Mensch möchte. Beide Operationen waren ein voller Erfolg. Rangas Eingriff dauerte 12 Stunden. Eine herausragende Leistung von Professor Seiler. In einem 12-stündigen Eingriff, wie ist es gegangen? Es ist eigentlich so gegangen, wie wir es geplant hatten. Es war eine lange Operation, es war auch eine schwierige Operation, ohne Zweifel. I hope you are happy. Schon nach wenigen Tagen konnten der Junge und das Mädchen zum ersten Mal lächeln. Das war der Anfang. Ranga, wie geht's dir? How are you doing? Very good. Fühlt sich gut. Ich glaube, das Lächeln vom verrotet mehr als jedes andere Wort. Ranga und Kala kehrten nach Indien zurück. Trotz der Distanz verloren Dr. Erika und Professor Seiler die beiden nicht aus den Augen. Ranga konnte ein Leben unter normalen Umständen führen, was ohne Operation so nicht möglich gewesen wäre. Auch nach 20 Jahren ist er noch immer dankbar für die verbesserte Lebensqualität. I want the two of you, or I want Ranga, to say thank you to Professor Seiler and Mr. Vinay Hegde for everything that you have done. We'll be right back.